Guten Morgen! Jo Leute, was geht ab? Wieder zurück zu einem neuen Video von Einfach Charlie. Jetzt bitte nicht in die Kommentare schreiben, erst liken, dann gucken. Guckt euch bitte erst an, ich will echte Kritik haben. Konstruktive Kritik. Ich schwöre, auch wegen meinem Deutsch und so. Guckt euch das Video an und dann kommentiert. Weil so wird man nicht besser. Wenn man einfach nur immer sagt, okay, gut, das war gut, das war gut, das war gut. Ihr müsst auch mal sagen, was scheiße war. Los, haut die Hates raus. Sagt, was nicht so toll war. Ich will konstruktive, echte Kritik. Wenn die Beleuchtung nicht stimmt, wenn der Hintergrund scheiße aussieht, das ist Fanwand und so. Und da unten die GTA-Karte. Und hier so meine Lively-Wand und so. Wenn euch irgendwas nicht passt, sagt es mir. Warte, ich mach mal das Fenster zu. Samantha, bist du verblödet oder bist du verblödet? Lass die Fensterscheibe unten! Ich versuch grad die Leute zu begrüßen! So, ich bin wieder zurück. Heute ein ganz spezielles Video. Ja? 2000 Jahre später. Ciao. Hab ich mich böse angehört? Naja, auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt eine kleine Videoreihe überlegt und zwar mache ich bestimmte Muser, gekrönte Muser, werde ich, die ihr auch kennt, ihr kennt die bestimmt alle, wenn ich jetzt irgendwann mal Shirin David nehme, falls sie Musical.ly hat, oder Simon Desio nehme, oder Melina Sophie, oder Mike Singer, wenn ich irgendwelche von denen nehme, dann vermute ich mal, dass ihr die kennt, die sind schon bekannt, berühmt, dies, das, hin und her. Heute fangen wir an mit der Reaktionsreihe von den Stars. Wisst ihr, mit wem wir heute anfangen? Okay, ihr könnt es im Titel lesen. Lukas Rieger ist der Erste, den ich in meine Reaktionsreihe nehme. Auf jeden Fall, ich werde mir jetzt random Videos von Lukas Rieger aussuchen. Einfach so, ich gucke mir einfach so das Optische an und denke mir so, okay, das könnte vielleicht interessant sein. Das ist auf jeden Fall interessant. Ja, alles klar. Wir fangen mal an. Ja, okay, 5 Videos. Reaktion ist da. Passt auf. Reaktion kommt. Nehmen wir mal das da. Das Erste. Okay, wie fandet ihr es? Also ich fand so, es war so anders wie die anderen es immer machen. Die anderen machen es ja immer so Raindrop, Drop, Smoke in the Cook in the Hot Box oder sowas. Aber das war mal so eine andere Art von diesem Song. Ich fand's. Warte mal, ist er gerade am Autofahren gewesen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, die Hand, die er benutzt hat, okay, die Hand, die er benutzt hat, die braucht er, ja. Ich hoffe, die andere Hand war am Handy. Und er hat einen Fahrer. Weil Handy und Auto lenken, das ist ein bisschen schwer. Aber ich fand das, wie gesagt, alternativ zu den anderen Raindrop, Drop, dies, das. Genau. Genau. So, jetzt kommen wir zum nächsten im Mickey Mouse Outfit. Okay, in der Beschreibung steht jetzt Go like my new Instagram picture. Ich weiß nicht, was das für ein Hintergrund ist. Er sitzt irgendwie in so einem Sesselkäfig oder sowas. Ich fand das so Musicals versuche ich zu vermeiden, so Sounds, weil es klingt schon eher so, es klingt schon weiblich und. Aber gut, er singt ja auch. Okay, geht durch. Er singt, er kann das machen, es ist okay. Ich fand's chillig. Wir kommen jetzt zum nächsten und da fand ich die Beleuchtung ganz cool, weil das sieht so Schatten, dunkel, düster. Aufpassen. Okay, das war's. Fand ich ganz cool. Passt auf jeden Fall zu Lukas Rieger. Es war nicht besonders lang, ich glaube es war unter 10 Sekunden sogar. Aber ich fand die Moves, der Sound hat zu ihm gepasst. Slow, R&B-mäßig angehaucht, Pop, Frisur sitzt,
Okay. Einfach der Maul. Kommen wir zum nächsten Turn. Okay, das sieht interessant aus. Okay, das fand ich ganz cool. In einer Szene hat er sogar den Kopf, die Bewegung dann noch schneller gemacht. Wenn man sowas macht, muss man einen Kameramann haben, der auch das Gefühl dafür hat. Ich habe keinen Kameramann, der so ein Gefühl dafür hat. Beziehungsweise einer, der auch in der Materie Musical.ly drin steckt. Ich fand's gut, es war halt ein. Es sah aus wie so ein Musikclip, wo er so rumläuft und singt und dies und das. Aber wir hatten bis jetzt bessere gesehen von ihm. Gebt euch das mal. Alles klar. Kommentiert mal, was ihr davon haltet, Lukas Rieger in einem pinken Einhornkostüm. Okay, das waren 5. Leute, ich habe eine Idee. Schreibt mal in die Kommentare, auf welchen Star ich hier noch auf dieser Videoreihe reagieren soll. Ich schaue mir die mal an. Ich schaue, ob man damit was anfangen kann. Auf jeden Fall, das war's heute von Lukas Rieger. Alles klar, Digga. Haut mal die 200 Daumen hoch voll. Wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video.